Herzlich willkommen bei der Sauerländer Barbecue. Heute mit der freundlichen Unterstützung der Barbecue Wiese. Und heute wird es geben ein 1,8 Kilo Dry-Aged Tomahawk Steak, 8 Wochen gereift. Dazu gibt es als Beilage ein Paprika-Spargelsalat von der Planke. Guten Appetit! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit der Sauerländer Barbecue. Ja, was ich hier in der Hand halte, das ist die aktuelle Fire & Food. Und da auf dem Titelbild ist das Titelmädchen, was wir uns heute eingeladen haben, nämlich der Oliver. Und er hat auch direkt noch Verstärkung mitgebracht in Form von seinem Bruder vom Alex. Beide von den Barbecue-Wieseln und beide deutsche Meister der Amateure im Grillen, damit die uns mal zeigen, was man so am Grill alles leisten kann. Ja, wir machen eigentlich was ganz Einfaches. Wir machen ein Steak, ein schönes Tomahawk von unserem Freund Dirk. Ja, ein ganz lockere 1,8 Kilo. Andere würden dazu Streitaxt sagen. Ja, es ist ein schönes Tomahawk, wirklich super marmoriert, aber das seht ihr ja gleich noch. Ja, und die beiden haben wir uns dann dazu geholt. Die können dann mal eine schicke Beilage dazu machen. Ja, herzlichen Dank erstmal für die Einladung. Wir freuen uns sehr, dass wir hier sein dürfen. Und der Olli hat sich eine schöne kleine Beilage dazu einfallen lassen. Und zwar wird er euch jetzt erklären, was es dazu gibt. Ja, wir machen eine geplankte Geschichte. Und zwar machen wir einen Spargel-Paprikasalat. Ja, von der Planke halt. Ja, und was wir dafür alles brauchen, das zeige ich euch jetzt erstmal am Tisch. Wir benötigen für unser Tomahawk mit dem geplankten Spargelsalat als erstes mal ein gutes Olivenöl. Außerdem haben wir dann noch grünen Spargel, Frühlingszwiebeln, zwei Paprika, eine Chilischote und natürlich weißen Spargel. Die Spargelsaison ist eröffnet. Hier bei uns in diesem Wachspapier, da haben wir ein 1,8 schweres Tomahawk-Steak. Wie genau das aussieht, das zeigen wir euch gleich am Grill. Und an Gewürzen brauchen wir eigentlich gar nicht viel. Wir haben ein feines Meersalz, ein bisschen Angebersalz, hat der Oliver gesagt, in diesem Fall Maldon Sea Salt Flakes, außerdem die neuen Pfeffersymphonie und ein wenig Sesam. Ja, wir legen jetzt auch direkt mal los mit unserem Steak. Ja, Freunde, jetzt kommen wir mal zu diesem unfassbar geilen Steak. Aber wenn ihr euch wundert, wo unser Barbecue-Brett ist und was das hier ist, ja, der Oliver macht nebenher, nachdem er so ein bisschen grillt, auch richtig geile Bretter. Und das hier ist ein Brett aus Mahagoni und Esche aus Kopfholz. Also ihr habt nicht die typischen Schneidrillen hier drin, die ihr in so normalen Brettern habt, sondern bleibt ewig so schön glatt und das ist halt eine irrsinnig Schweinearbeit, das zu machen. Da danken wir dem Oliver natürlich für, dass er uns das mitgebracht hat. Ja, und jetzt packen wir mal das Steak aus und ich bin jedes Mal erfreut, wenn ich das sehe. Sieht das nicht traumhaft aus? Diese Marmorierung hier, wunderbar mit dem Fettauge drin, mit dem Knochen dran. Das können wir gleich schön auf unsere Sizzle Zone hauen. Und vorher natürlich dann ordentlich salzen. Ja, ein bisschen Salz hier oben drüber, ein bisschen andrücken. Eigentlich recht einfach. Ihr wisst ja, Steaks brauchen nicht viel Arbeit, außer dass ihr schön ein Stündchen vorher aus dem Kühlschrank nehmt. Andere Seite ebenfalls salzen. Und das Ganze lassen wir jetzt mal so eine Viertelstunde, 20 Minuten stehen. Und dann kommt es auf den Grill und weiter geht's mit der, glaube ich, wirklich gut werdenden Beilage. So, wir haben jetzt unseren weißen Spargel und den grünen Spargel. Den weißen Spargel, den werden wir komplett schälen. Den grünen Spargel, den schäle ich nur unten ganz leicht an, weil man den ja auch einfach so essen kann. So, jetzt haben wir hier Paprika. Die schneide ich in Stücke und werde die dann schälen. Und dann wird die angegrillt hinterher und dann erst klein geschnitten. Ich mache das immer so, dass ich so ein Schiffchen rausnehme, so wie das hier, dann tue ich das hier raus und dann schäle ich mit dem Sparschäler die Haut außen ab. So, das mache ich jetzt mit den zwei Paprikaschoten. Ja, und danach geht es dann weiter. So, wir haben jetzt hier noch zwei Lauchzwiebeln. Da schneide ich nur oben und unten die trockenen Enden ab, den Strunk besser gesagt. Und die kommen dann gleich so, die werden mit Öl eingepinselt und gleich auf dem Grill wird alles zusammen ja dann einmal angegrillt. Dann haben wir hier noch die Peperoni und die schneide ich einfach nur in feine Ringe. Die werden dann gleich mit untergemischt beim Salat. So, aber dann, wenn es soweit ist, dann sehen wir uns wieder. So, wir haben den Grill jetzt ein bisschen vorgeheizt und das Gemüse ist eingeölt. Und das wird jetzt von allen Seiten einfach ein paar Minuten vorgegart. Und wenn wir dann gleich soweit sind,
dann kommt ihr dann auch wieder dazu. So, die Paprika hier hin. Und Spargel und Zwiebel dann hier hin. Aufpassen, dass es nicht verbrennt. Aber ich meine, das wird ja wohl jeder von euch hinkriegen. Okay, bis gleich. So, die grüne Spargel und die Zwiebel, die war schon soweit fertig. Und den weißen Spargel und die Paprika, die sehen auch gut aus. Das nehme ich jetzt alles vom Grill, schneide das klein, aber da sehen wir uns dann gleich wieder. Ja. So, während der Salat ein wenig auskühlt und dann gleich geschnitten wird, kümmere ich mich mal um das wundervolle Prachtstück von Fleisch und lege das mal auf, und zwar auf die Infrarotzone, damit da ordentlich Hitze dran kommt. So, und gleich wieder zu, damit die Hitze nicht komplett verfliegt. Und dann sehen wir uns gleich beim Wenden wieder. So, nachdem das Steak jetzt an beiden Seiten ordentlich angebrannt ist, kommt es jetzt zum Garziehen auf das Ruherost oben im Grill. Die Sizzlezone schalten wir aus, wir lassen einen Brenner laufen, sodass es bei kleiner Temperatur auf den gewünschten Gargrad geht. Dazu, um den Gargrad zu überwachen, nehmen wir einen Thermometer zu Hilfe und stecken uns das ein. Eingestellt haben wir das schon und jetzt heißt es warten. So, das Gemüse ist leicht abgekühlt und jetzt fange ich an, das schneide das einfach in Stücke. Ich will einen lauwarmen Salat haben hinterher. Es ist schön weich, aber noch nicht ganz hart, noch nicht ganz durchgekocht, sondern so, dass es noch ein bisschen Biss hat. Ich schneide das jetzt einfach hier in schöne Streifchen, damit den Salat hinterher eine schöne Struktur gibt. Dann nehme ich hier die Paprika. Alles relativ gleichmäßig am besten. Dann nehme ich hier den Spargel, den schneide ich auch schön schräg auf. Man sieht, der ist nicht ganz weich, aber schon angegart. Ein bisschen Knack soll er noch haben. Die Zwiebel, die schneide ich dann ein bisschen feiner, weil die ist ja quasi eher so eine Art Gewürz. Ja, das mache ich jetzt erstmal weiter, bis alles fertig ist. Und dann packe ich es in eine Schüssel, würze das und dann sehen wir uns aber wieder. So, das Gemüse ist geschnitten. Jetzt legen wir alles hier in die Schüssel rein und würzen das. So. Alles da rein. Die Zwiebel. Paprika und die natürlich noch rohe Chilischote. Das ist jetzt eine relativ scharfe, aber wir können ja auch was ab hier. Und ansonsten macht ihr das einfach so, wie ihr das meint. Nehmt einfach die, die euch schmeckt und so scharf, wie ihr das haben möchtet. Dann habe ich jetzt ein schönes Olivenöl, das habe ich aus Portugal mitgebracht. Das gieße ich dann halt so ein bisschen drüber. Es muss schon ein bisschen was haben. Und dann habe ich hier Salz. Das brauchen wir natürlich. Ein bisschen Pfeffer. Dann haben wir die Nordpfeffer-Symphonie von Ankerkraut, mein persönlicher Lieblingspfeffer übrigens auch. Und dann habe ich hier noch aus dem Türkenladen habe ich das geholt, also aus dem türkischen Geschäft, ist einfach weißer Sesam. Das kommt auch noch mit da drauf. Jetzt vermischen wir es alles und dann packen wir es gleich auf eine Planke. So, ich habe jetzt hier eine Buchenholzplanke, die habe ich selbst angefertigt, das mache ich auf Arbeit. Da habe ich immer wieder die Gelegenheit zu. Die ist recht groß und da lege ich jetzt den Salat drauf. Die Planke ist nicht gewässert oder vorgewärmt oder sonst was, weil wir die im Prinzip nur benutzen, um den Salat wieder warm zu machen und ein ganz leichtes Raucharoma zu erzeugen. Und nehmt ihr dann einfach die Planke, die ihr habt oder die euch am besten schmeckt oder die ihr bekommt. Und jetzt gleich legen wir es auf den Grill und dann holen wir euch aber wieder dazu. Ihr habt ja gerade gesehen, wie ich alles zubereitet habe und auf der Planke platziert habe. Und jetzt kommt die Planke erstmal für ein paar Minuten direkt auf die Hitze, auf den Brenner. Ist ja nur bei kleiner Temperatur, aber es soll einen ganz leichten Raucharoma entwickeln und ein bisschen Temperatur reinbringen. Und dann schieben wir sie in ein paar Minuten auf den indirekten Bereich und warten dann einfach, bis das Steak fertig ist. Und dann können wir beides zusammen essen. So. Die Planke lag jetzt ein paar Minuten direkt drauf. Da sieht es schon schön gebogen und sowas alles. Raucharoma macht sich im Garten breit natürlich. Und jetzt lege ich es einfach indirekt hin. Und wir warten einfach, bis das Steak fertig ist, damit wir es essen können. Die Sonne lacht und unser Steak ist fertig. Ja, der Salat steht hier drunter, ist auch fertig. Ich nehme das Steak jetzt runter und dann holen wir euch dabei zum Anschneiden.
Ja, hier steht es nun, unsere kleine Streitaxt. Und wir schneiden jetzt mal hier am Knochen runter und lösen den Knochen aus. Dann legen wir es hin. Hier unten den Rippenknochen auch. Oh, Freunde, der Duft, der mir gerade wieder entgegensteigt, ist traumhaft. Ja, und dann schneiden wir mal hier eine schöne Tranche runter. Könnt ihr das sehen? Das ist ja wohl traumhaft. Ja, wir machen euch jetzt noch ein Tellerbild und sehen uns dann zum Fazit wieder. Ja, Freunde, da stehen wir also im sommerlichen Outfit vom Oliver. Wir haben uns quasi auch unsere Schürzen entledigt und ja, was soll ich sagen? Das war echt top. Ich fand wirklich den Salat vom Oliver ganz, ganz großes Kino. Wer kommt schon auf die Idee und macht einen Salat auf einer Planke? Normal macht man einen Salat schön, Sahnesößchen oder so. Aber das war wirklich ein richtig leckerer Salat. Alle Gemüse noch schön knackig. Die Frühlingszwiebeln gaben ein wunderbares Aroma dazwischen ab. Der Sesam dazwischen. Ab und zu hatte man mal so ein Stückchen von der Peperoni, die gab so eine leichte Schärfe ab. Also im Gesamtkonzept wirklich grandios. Dazu das Fleisch, was sich perfekt wirklich einfügte in dieses ja, Geschmacksbild, oh, das klang philosophisch. Es war wirklich richtig gut, alles zusammen. Das Fleisch natürlich wie immer ein richtiger Traum, wenn ihr sowas mal probieren wollt. Derludwig.de, unbedingt einfach mal, ja, wenn ihr es könnt, mitbestellen. Wir haben gerade gesagt, mit dieser Beilage, die wir da hatten, hätten wir diese Beilage vergrößert, hätte das locker alles zusammen für 5 bis 6 Personen gereicht und jeder wäre satt geworden. Dementsprechend müsst ihr das dann mal so umrechnen, so wird aus einem sehr teuren Steak zwar immer noch ein teures, aber dann bezahlbar, wenn man mehrere Leute damit verköstigen möchte. Ja, ich bedanke mich als erstes mal natürlich hier bei unseren beiden Wieseln, dem Alex und dem Oliver. Und die werden sich aber jetzt noch nicht verabschieden, weil wir drehen jetzt nämlich noch eine Folge. Das Wetter lässt es ja gerade zu. Ja, ich hoffe, euch beiden hat es auch geschmeckt. Ja, wir bedanken uns recht herzlich für die Einladung. Das Essen war wirklich ein Traum, gerade das Steak. In Kombination mit dem Salat war wirklich ganz großes Kino. Da kann ich nur sagen, macht das nach, es lohnt sich. Und für jeden, dem das gefallen hat, möchte ich da sagen, ein Daumen hoch wäre doch das Mindeste. Ja, mir hat es auch wunderbar geschmeckt. Ich habe sonst nicht mehr zu sagen, die haben schon alles gesagt. Doch nur Prost. Macht's gut, bis bald. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns doch einen Daumen nach oben, wie der Alex es gerade schon angemerkt hat. Ein Gefällt mir bei Facebook und im Idealfall klickt ihr mal da unten auf Abonnieren und abonniert unseren Kanal, weil wir beiden Verrückten und auch mit Gästen, wir drehen mindestens einmal die Woche, manchmal sogar zweimal und ihr kommt dann in den Genuss und könnt euch diese Videos dann natürlich angucken. Ihr findet außerdem, wenn ihr gerade unten zugange seid, noch das komplette Rezept nochmal als Textform. Das könnt ihr euch einfach rauskopieren und dann wisst ihr, wie ihr das Ganze zu machen habt. Ja, uns bleibt eigentlich nichts mehr zu sagen als nicht vergessen, bleibt neugierig aufs Essen und bis zum nächsten Mal mit der Sauerländer Barbecue.